Was geht ab, liebe Freunde? Euer Ernie und herzlich willkommen bei Was laber ich da? Alter, hallihallo, liebe Leute, ich bin Akumisian21, Sma Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos. Heute geht's weiter mit Outlast. Ich habe mir einfach gedacht, hey, ich mache einfach mal ein Outlast. Also, was Outlast Let's Play? Ich mach weiter, das meinte ich. Was denn aber für eine Scheiße heute? Naja, ich bin noch nicht so ganz wach, obwohl ich bin schon seit 8 Uhr wach, eigentlich schon seit 3 Stunden. Wir haben 11.18 Uhr, also morgens noch. Also schon fast vormittags. Für mich ist vormittags 12 Uhr erst, für andere ist es 11 Uhr. Für mich ist vormittags erst ab 12 Uhr. Und nachmittags fängt für mich erst ab 14 oder 15 Uhr an. Okay, legen wir los und machen wir weiter bei Outlast. Richtig hinsetzen hier so. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Normalerweise hier nicht. Alter. Okay, holen wir mal die Kamera raus, damit wir alles mitnehmen. Letztes Mal habe ich aber, glaube ich, bei der ersten Folge nach langer Zeit vergessen gehabt, auszumachen. Also, ich meine, anzumachen die Facecam, noch 5 Minuten später erst angemacht, glaube ich. Und danach habe ich dann auch. Was ist das? Hier waren wir, glaube ich, das letzte Mal haben wir aufgehört, ne? Ja, da ist das Funkgerät. Da ist das Funkgerät. Okay. Okay, wir haben 4 Batterien. Hier gibt es sonst auch nichts anderes zu finden. Und hier ist einfach mal das Funkgerät. Ich würde sagen, let's go! Gucken wir mal, was für das Funkgerät uns so sagt. Alter! Alter! Waylon Park! You couldn't just... couldn't just keep your mouth shut! You couldn't just play along! But you're done talking now! Do me a favor and die here, Park! Der ist doch krank im Kopf, der Typ, ey. Der Dicke! Fuck. Der Dicke ist am Start, Leute. Shit! Scheiße. Das Funkgerät einfach kaputt gemacht, ey. Was ein Wichser. Richtiger Wichser. What the fuck? Geh weg, Junge. Alter, was will der von mir? Attention,
Okay. Warte mal, Batterie. Finden wir irgendwo eine Batterie? Der ist auch fertig mit der Welt. Okay. Was? Batterie schon alle? Willst du mich verarschen? Another poor soul. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Vater Martin! Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort einem Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand. Redet über Gott, sagt mir, ich solle keine Angst haben. Wie konnte ich nur je bei diesem beschissenen, inhumanen, getriebenen Moralgenozid mitmachen? Die Monster, die Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre stiefelleckenden Geschäftswürmer es verteidigen. Ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa. Aber sollte ein engstirniger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier, es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen. Puh. Der hat das geschrieben gehabt, Alter, und der andere hat das die ganze Zeit gelabert. Und jetzt müssen wir selbst hier runterklettern, oder was? Willst du mich verarschen? Alter, ihr macht mich verrückt, Alter! Rick, das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den früheren Tagen von Projekt Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern. Die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Tisch zu kehren. Aber die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Mark dieser Damen war jenseits von Gut und Böse und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung vom Projekt Wallrider ist nur halb so hoch, wie angenommen. Daher stellt sich mir eine Frage. Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, yeah. Okay. Fuck you! Fuck you, you filthy piece of shit! Come here! Get out of my room! I'm not the sick one! You lying motherfuckers! No more sickness! No more nightmares! Fuck you! Hat er mal eure Fresse, Mensch! Alter! I'm not
Am frühen Morgen schon so verrückt zu werden, ist nicht so schön. Wisst ihr noch, bei Outlast, die Hauptstory, wie der eine noch hier stand? Das ist genau dieser Ort hier gewesen. Und diesmal ist es hier so dunkel. Schließen, was? Ach, es kann direkt von hier schließen, okay. Okay. Wir können ja auch wieder öffnen. Ach, eine Batterie. Schön. Können wir gerade direkt nachladen? Die Waffe nachladen, bitte. Okay. Ja, heute bin ich irgendwie cooler drauf. Ich meine, irgendwie, wie sagt man, vielleicht ein bisschen mehr unterhaltsamer drauf. Keine Ahnung, vielleicht weil ich einfach Bock habe aufzunehmen und weil ich ein bisschen besser aussehe. Gut, ich habe gepennt, ich habe mich noch nicht, wie sagt man, frisch gemacht, noch nicht die Haare ein bisschen gekämmt und mit Haarwachs eingecremt. Weil die Haare braucht Fett, das muss ich noch machen nachher. Alter, wie dunkel das hier ist. Komm ich nicht rein? Was? Junge! Alter, jetzt hab ich mich verfickt nochmal erschreckt, ey. Meine Fresse. Oh, Scheiße. Alter. Der braucht aber lange da runter, um da hinzuspringen. Rausspringen, Alter. Ich hab mich. Ich hab manchmal gedacht, warum kommt diese Musik dann? Okay, jetzt dreh ich mich so ein Ohr. Alter Schwede. Und das nach 12 Minuten Aufnahme. Junge, Junge. Okay. Die Nachbarn denken auch hier, ich bin bekloppt. Da ist die doch offen. Mach auf, ey. Ja, nicht. Alter, wie dunkel. Ah, hier komme ich rein. Okay. Da liegt da was. Ach, schon wieder eine Akte. Okay. Bevor ich mir die Akte durchlese, guck ich mal, ob... Ja, ich dreh noch durch. Ich dreh noch durch, Alter. Ich habe gedacht, komm, machst du Outlast eine halbe Stunde. Vielleicht schaffe ich noch nicht mal eine halbe Stunde. So. Kann man da hochklettern, oder? Na komm, spring. Nee, komisch. Na gut, lesen wir mal die nächste Akte. Über den Knien unter dem Nabel auf Klaskings Tisch. Mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen, also baut der Bräutigam sich ein Frauschen. Über den Knien unter den Nabel, auf Klaskings Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen, also baut der Bräutigam sich ein Frauschen. Über den Knien unter den Nabel, auf Klaskings Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen, also baut der Bräutigam sich ein Frauschen. Ja, über den Knien unter den Nabel, auf Klassings Tisch mit Messer und Nadel. Das geht ja. Ja, das geht. Das ist immer das Gleiche. Das ist immer das Gleiche, Leute. Immer mit Messer und Nadel und Knien, Nabel. Ja, das ist immer die gleiche Scheiße. Toll. Brauche ich nicht zu Ende zu lesen. Oh Mann. Boah. Hier war mal Werkzeug gewesen. Haben bestimmt die ganzen Patienten sich unter den Nagel gerissen. Alter.
Ja, was ist, wenn ich es jetzt hier einfach mal zur Seite schieb? Ach so, gedrückt halten, stimmt. Was hat es mich gebracht? Nix. Ab in den Wald, ab in den Wald, da komm ich, sie liebt ja den Wald so sehr. Wie komme ich nicht durch? Okay, hier komme ich durch. Ich glaube, hier muss ich rüberspringen. Ja. Puh, interessant. Er speichert. Wow! Kriegst einen Stromschlag, Alter. Ein Radio, aber keine Batterie. Oh, okay. Wieder mal eine Akte. Töte uns, brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Okay. What the fuck? Alter. Hätte ich einfach einer gelaufen. Mich verarschen? Ich dreh immer mehr durch hier. Alter Schwede. Okay, hier war schon, oder? Ja. Okay. Wo muss ich durch? Hier? Okay. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen, glaube ich, den Strom ausmachen. Ja, wir müssen den Strom ausmachen, Leute. Bist du krank, Alter? Der wächst auf Leichen. Boah. Okay, ich dachte, da liegt eine Batterie. Naja, machen wir den Strom erstmal an. Errungenschaft freigeschaltet. Schocker. Okay. Ja, wichs mal schön weiter. Alter. Raus hier, komm. What the fuck? Wie war's jetzt? Ist der Strom wieder an oder was? Zeig mal. Alter, der ist wieder an.
brennende Lichter. Der Strom ist noch da. Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendwas Normales, irgendeine menschliche Kraft noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendwas tun. Außer zu überleben, und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten? Scheinbar. Dann mal wieder hinrennen. Rinnen in unseren unseren Verderbens. Na, wichst der Kleine wieder. What the fuck? What the fuck? Was geht denn da ab? Egal, ich mach ihn wieder an. Oh! Fick dich, du Wichser! Scheiß Wichser! Ich hau ab! Mir scheißegal, was du willst. Also mit dir wichsen bin ich ganz bestimmt nicht, ey. Nämlich zu pervers, Alter. Alter, mach auf! Mach zu! Ey, schlägt mich das an? Hinterhergerannt, aber jetzt nicht mehr. Komischerweise. Wo muss ich denn hin? Hier lang oder da? Wahrscheinlich im Dunkeln, aber ich gehe erstmal hier lang. Anscheinend muss ich hier lang. Okay, ich muss hier lang. Eine Batterie. Also Batterie finden wir immer wieder ein. Immer wieder Menschen, okay. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir schwimmen, oder wie? Na, fast. Alter, was war das? Ah, es wird immer kranker, Leute. Das wird immer kranker. Desto näher man ins Ziel kommt oder das Finale kommt, desto kranker wird's. Ey, es wird immer kranker. Nachladen bitte, okay. Noch mehr Batterie, ja wow. Hier muss nicht lang, okay. Hier oder was? Nee. Ah, da war ich ja, okay. Hier brauche ich, okay. Oh!
Es wäre so einfach, ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Alter, ich weiß da normalerweise, was passiert, Leute. Aber irgendwie, ich bin heute irgendwie, wie sagt man, zu aufgeregt oder so, keine Ahnung. Das ist voll vergessen, was passiert ungefähr. Naja, es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiß auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Boah, der ist krass. Wenn der das schafft, dann ist er besser als der Journalist, der in der Hauptstory leider nicht entkommen konnte. Na, was geht ab? Erstmal mit dem Fuß auf dem Kopf, ey. Eine weitere Batterie oder so? Nee. Vielleicht hier. Nee. Vielleicht bei denen. Aber meistens liegt da bei den Toten immer eine Batterie. Okay, weiter geht's hier rein. Bin ich wieder ein Toter? Vielleicht auch eine Batterie? Nein. Vielleicht irgendwo hier drunter. Ich glaube, ich höre den Wallrider. Okay, ja. Es ist mir hochrennen. Ich will nicht so langsam machen. Oh, ich schaffe es doch 30 Minuten. Wir haben schon 27 Minuten hier. Ich glaube, ich muss springen. Spring, Romino! Oh, voilà. Junge. Ich hab gerade gedacht, wir schaffen das nicht, aber doch. Alter. Sind wir schon ziemlich hoch. Ist die Leiter hoch? Okay. HD, yes. Nicht so runter, nicht runter, Junge. Oben bleiben. Und was mache ich hier? Hier runtergehen oder was? Nee, da ist ein Toter. Ein Toter! Lala. Okay. Alter, wir müssen springen. Boah. Na komm, du schaffst das. Alter. Dass der das noch überlebt hat. Okay, Leute, wir machen hier einen Cut. Das ist zwar nicht genau 30 Minuten, aber 29 Minuten, das reicht für diese Aufnahme. Und ich würde sagen, ja, ein Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Outlast Whistleblower. Bis dann, euer Gummisi 21. Yeah! Oh.